Hey ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr zur Easy-Step-Stunde eingeschaltet habt. Wenn ihr im Januar die Live-Kurse mitgemacht habt, dann habt ihr eventuell auch den Easy-Step-Kurs schon gemacht, den wir heute machen werden. Nein, es wird nicht exakt der gleiche, sondern wir werden Schritte machen, die ihr aus der Choreo schon kennt, die wir aber ein bisschen erschweren. Das heißt also, wenn dir diese Easy-Step-Choreo ein bisschen zu schwer ist, weil wir wirklich auch Drehungen einbauen, dann bitte, bitte mach erstmal die Easy-Step-Choreo von Januar, von unserer Live-Challenge. Ich verlinke dir auch unten einfach nochmal das Video in der Beschreibung. Und dann taste dich langsam ran und dann kannst du auch dieses Video machen. Ich werde die gleichen Schritte benutzen oder ähnliche Schritte, sodass du dich wirklich richtig schön rantasten kannst. Natürlich brauchst du wieder Platz rechts, links, vorne und hinter dir, weil wir werden auch ein bisschen um den Stepper gehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Atme tief ein. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Nochmal. Letztes Mal. Und gib mir Side to Side. Wie gewohnt wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf. Und das machen wir heute auf dem Boden. Sobald es auf den Step geht, machen wir schon die ersten Grundschritte für Block Nummer 1. Also, ganz easy, einmal rechts und links Schulterkreis. Versuch richtig schön die Schultern zurückzukreisen. Ja. Perfekt. Nutz auch schön deinen Platz aus. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und Achtung, großer Kreis mit dem ganzen Arm. Wir werden die Arme heute auch ein bisschen mitnehmen. Falls es dir aber zu viel wird, zu kompliziert, dann lass die Arme weg. Wir machen ja heute ein paar Drehungen. Also schon genug Schwierigkeit. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4. Streck dich auch mal richtig schön groß. Hopp, hopp. Und gib mir mal Step Touch. Ein Step Touch ist eigentlich der gleiche Schritt wie den Tap Up, bloß dass wir das auf dem Boden machen. Ein Tap an die Seite der Fernseh. Hopp. Gut. Nimm die Arme mit, rechts und links. Richtig schön lang. Wir grooven uns noch ein bisschen ein. Zack, zack. Wenn du möchtest, nimm auch die Hüfte ein bisschen mit. Das heißt, die Hüfte geht zuerst. Brauchen wir nachher. Für den Wee Step. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und marschier am Platz. Marschier. Ganz locker. Easy. So, wir tippen nur auf den Step. Wir gehen noch nicht drauf. Die letzten. 4. 3. 2. Und Achtung, Tap Front. Geh am besten ein bisschen weiter weg vom Step, sodass du auch richtig schön das Bein ausstrecken kannst. Wenn du es noch anstrengender haben möchtest, du weißt Bescheid, du kannst den Step auch höher stellen. Geht genauso. Arme mitnehmen. Auch hier mal den Oberkörper mit rotieren in die Seite. Wir wollen hier warm werden. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und Achtung, tipp mal zur Seite. Einfach nur rechts und links. Nimm den Arm mit, diagonal ins Eck. Die letzten. 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Und Achtung, marschier am Platz. March. So, aus dem March gehen wir gleich in den Basic. Und wir brauchen ganz viele davon. In 4, in 3, in 2. Gib mir Basic auf rechts, rechts, links. Bei den schwierigen Sachen komme ich natürlich wieder mit dem Rücken zu dir. Jetzt aber erstmal ganz leicht Basic auf und ab. Kriegen wir so hin, gell? Bleib nochmal dabei.
Noch 8. 7. Nimm mal die Arme mit. 6. 5. Richtig schön hoch. Noch 4. 3. 2. Seitenwechsel auf links. Links. Mach erstmal ohne Arme. Erste Runde ohne Arme. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Nimm die Arme mit. Let's go, komm hoch. Und tief. Zack. Und tief. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und der letzte Tap. Basic. Innen basic. Ohne Arme. Die letzten 4, 3, 2, gib mir mal Repeater 3. 3, 2, 1. Nochmal Repeater. Good, go. Hop, hop, hop. Nochmal. Gib mir Basic auf links. Links. Und links. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung, Repeater 3. Wie du siehst, wir haben schon unsere Grundschritte. Es ist auch schon ein ganz langsamer Aufbau von Block Nummer 1. Hop, hop. Ein Repeater noch. All in the basic. Auf und ab. Auf und ab. Bleib dabei. Pass mal auf. Wir brauchen 4 Basic. 4, 3, 2, 1, repeat 3, 3, 2, und tap ab. Nochmal Basic, 4 Stück. 4, 3, wir kürzen sowohl die Basic als auch die Repeater. Repeater 3. Und tap up. So, die Line. Perfekt. Nochmal Basic. Hop, hop. Hop, hop. Und Repeat 3. 3, 2, 1. Und tap up. So. Nochmal Basic. Die ersten zwei Basics sind ganz normal, die zweiten gehen in den V-Step. Zack, 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 Repeat 3. Step up. So, zwei normale, zwei V-Step. Zwei V-Step. Repeat 3. Step up. Wir setzen das alles noch ein bisschen anders an. Warum? Dass wir einen Flow haben und dass wir es ein bisschen erschweren. Das, was wir jetzt erlernen, das bleibt nicht so. Tap up. Und let's go. Ich verspreche dir, die Schritte werden nicht allzu kompliziert. Das ist die Drehung, die wir einbauen. Und dann mit der Drehung, dass du mich nicht mehr siehst. Das wird die Herausforderung. Oh, tap up, tap up. Bleib im Tap up. Tap up. Ich komme mal zu dir. Ich hoffe, wir sind auch warm, denn wir starten jetzt. Noch 4, noch 3, noch 2. Komm mal basic, basic. We step. We step, repeater. Die Basics kommen mal ins Eck. Tap up. Die ersten zwei Basic ins Eck. Hoch, tief. Hoch, tief. V-Step. Repeat. Tap up. So verändern wir Stück für Stück. Komm ins Eck. Wenn du möchtest. Oh. V-Step und V-Step. Repeat 3. Darfst du gerne. Tap up. Die Arme mitnehmen beim V-Step. Los geht's, komm hoch, hoch, tief, hoch, tief. Achtung, V-Step, Arme raus, Arme raus. Repeat.
Tap up. Ich hoffe, die wird genauso warm wie mir. Ins Eck. Hoch. Tief. Hoch. Tief. We step. We step. Repeat. So, jetzt kommt der Repeater dran. Tap up. Komm hoch ins Eck. Basic. Basic. We step. Und we step. Repeater. Tack. Tap up. Wir bleiben mal nur beim Repeater und üben den. Komm mal hoch, hoch, push, 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 knee. Hoch, push, 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 knee. Bleib dabei. Push, push, push. Du kennst ihn vielleicht schon aus der ersten Easy Step Live Choreo. Wir bouncen zur Seite. Der wird uns jetzt den letzten Rest geben, dass wir wirklich warm sind. Nimm die Arme mal mit, hoch, in die Seite. Knie hoch, Arm in die Seite. Letztes Mal. Hop. Tack, tack, tack. Tap up. Bleib im Tap up. Noch vier, noch drei, noch zwei. Gib mir die Basic. Let's go. Hoch, 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 hoch. We step, we step. Repeat ins Eck. Push, push. Tap up. Vier, drei, zwei. Basic. Hoch, tief, hoch, tief. We step. Bounce. Knee, push, push, knee, tap up. Zeig's dir mal von vorne. Komm ins Eck, basic. Ich bin ein Spiegelbild, sonst ist nichts passiert. Bap, 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 bap. Der Bounce, tap up. Vier, drei, nochmal genauso. Basic ins Eck, ins Eck. We step. Repeat. Wir machen das so langsam, diesen Aufbau, damit wir auch richtig schön noch warm bleiben. Tap up oder werden. So, die ganze Konzentration ist jetzt hoffentlich auf mir. Wir verändern nur ein bisschen den We-Step. Nicht viel, nur ein bisschen. Erster We-Step, zweiter A-Step. Let's go. Up, up, We-Step vor und zurück. Tap up oder ein Repeater. Tap up. Jetzt bin ich auch da. Nochmal. Ins Eck. Ins Eck. We step. A step. Und komm ins Eck. Bounce. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Basic. Basic. We step. Vorne. Hinten. Repeat, bounce, bounce, tap up. Einmal noch genauso ins Eck. Hier kommt gleich eine Drehung. Nur dass man das schon mal weiß. Hop, hop, bounce, tap up. Sodele, du bleibst bei dem, was du kannst. Basic, basic. We step und hier A. Tap up. Bleib noch mal bei dem, was du kannst. Basic over. Turn. Basic over. We step. A step. Bounce. Ich habe noch ganz schön was vor mit dir, mit diesem Block. Also, komm mit mir. Dreh dich über links. Dreh dich weiter über links. We step. A step. Gut, bounce. Tap up. Vier, drei, let's go. Komm hoch und hoch. We step. Hinten. Knee. Push, push. Tap up. So, wir sind drin. Dreh dich über links. Links.
Und hopp, hopp, we step. Folgendes. Wir werden gleich alles ein bisschen durcheinander wischen. Mischen, mischen. Komm hoch. Hier kommt der We-Step rein. Der hier. Und dann erst kommen wir wieder rüber. Okay? Wir spielen jetzt ein bisschen Memory. Komm mal rüber. We-Step hier hinten. Komm rüber. Und A-Step zurück. Repeat Bounce. Tap up. 4, 3, komm rüber in den We-Step, up, up, rüber und A-Step. Repeat. Ich bin noch nicht am Ende. Da geht noch was, oder? Komm rüber, We-Step, tack, tack, rüber in den A-Step, bap, bap. Und hier, Knee. Tap up, 4, 3, komm rüber, up, up, we step, rüber, in den A-Step, repeat. Warum? Weil ich euch nochmal richtig schön verwirren möchte und weil es einfach schön ist. Bleib bei dem, was du kannst. Komm rüber, bleib im We-Step, komm rüber, in den A-Step, bounce. Tap up. Du bleibst nochmal bei dem, was du kannst und was ich erzähle. Komm rüber in den We-Step. Komm nach Hause in den A-Step. Jetzt für dich Bounce. Ist gar nicht so leicht, was anderes zu sagen, wie zu machen. 4. So, bleib hier. Wir setzen den Repeater nochmal weiter vor. Und zwar so an die Stelle, wo du mich nicht mehr siehst. Ich möchte dich ein bisschen dran gewöhnen, dass du auch, wenn du mit dem Rücken zu mir bist, mir noch folgen kannst und nicht so stark auf dem Bildschirm fixiert bist. Dass du so ein bisschen nochmal in dich gehst. Falls es dir zu schwer ist, alles gut. Üb fleißig dran. Die Live-Choreo von Januar kannst du gerne durchmachen, üben. Da machen wir solche wilden Sachen nicht. Wir machen weiter. In 4. In 3, du kommst drüber. We-Step drüben, Repeater Bounce. Let's go, komm rüber. We-Step, Repeater Bounce, Knee, Bounce, Bounce. Komm rüber nach Hause und in den A-Step. Tap up. 4, 3, komm rüber. Hopp, hopp, We-Step. Wenn du nochmal vielleicht mehr Wiederholung brauchst, spul nochmal zurück. Oben. Tack, tack, tap up. Wunderbar. Wir bleiben dabei. Komm rüber. In den We-Step. In den Repeater Bounce. Komm rüber. In den A-Step. Tap up. 4, 3, letztes Mal. Nochmal rüber. Pat, pat. Bounce. Rüber. Tap up. Okay, wir müssen es nochmal machen. Nur für mich. Komm rüber. Gerne kannst du die Arme mitnehmen. Nur wenn sie dich nicht zusätzlich irritieren. Bounce. Komm rüber nach Hause. Und in den A-Step. Tap up. Arme hoch, wie im Warm-up. Let's go. Arme hoch. Up. Hop. We-Step. Bounce. Arme hoch. Up. Hop. A-Step, Tap up, das ist Block Nummer 1, Haken dran. Wie gesagt, ist nicht die einfachste Easy-Step-Choreo, aber ich hoffe, passt für dich. Und es gibt ja eine leichtere Alternative auf dem Kanal. Weiter geht's. Ich bin bereit für Block Nummer 2, Tap up. So, wir machen gleich Block Nummer 2. Dafür gib mir mal Knee-Lift. Knee-Lift und Knee-Lift und Repeater. Nochmal, Knee-Lift und Knee-Lift
Repeater. Bleib dabei. Unser Grundstock. 3, 2, 1. Nochmal in die Lift. Und die Lift. Repeat. Der Knee Lift wird zum Tap Up. Komm mal, Tap Up. Und Tap Up. Repeat. Tap Up. Hop, Tap. Und Hop, Tap. Repeat. Bleib dabei. Hop, Tap. Hop, Tap. Repeat. Nochmal. Repeat. So, zwei Push, ein Push, repeat. Nochmal, zwei Push, ein Push, repeat. Ich komme zu dir. Komm in Tap Up, Tap Up. So. Aus diesen zwei Push machen wir erstmal was. Und zwar ein Open Up. In 4, 3, let's go. Zwei Push, ein Push, repeat. Nochmal, zwei Push, open up, repeat. Der gleiche Fuß, der rechte, geht ins linke Eck, ins rechte Eck. Fußwechsel. Nochmal. Rechtes Eck, linkes Eck, Push, Repeat. Aufbau von Block Nummer 2 geht schon etwas schneller. Wir sind ja warm, gell? Hopp, hopp. Nochmal. Öffne auf ein Push auf dem Boden, Repeat. Gut, kleine Überraschung. Du bleibst bei dem, was du kannst. Ein Push, Repeat. Wir machen jetzt hier, öffne auf, zwei Push, zwei Knee. Tap up. Wir ersetzen einfach den Knee zu einem Push und dann haben wir es schon wieder. Noch vier, noch drei, vier, drei, open up, zwei Push, zwei Knee. Open up, öffne auf, zwei Push, zwei Knee, yes, nochmal, open up, zwei Push, zwei Knee, wie in der Choreo von letzter Woche bzw. von Januar, kommt ja immer darauf an, wann du das Video machst, bei mir war es nicht lang her, zack. Nochmal open up. So. Ah, ich habe ja versprochen, heute geht es um Drehungen. Tap up. Heute geht es um Drehungen und ums Üben, damit wir auch mal rübergehen. Wir machen folgendes. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Open up. Wir lassen es erstmal genauso, wie du es kannst. Zwei Knie. Tap up, setzen Tap ups rein und hüpfen diesen Double Knee mal übers Brett. Open up, öffne auf, komm in den Tango, zwei Knie rüber, ja. Der erste Knee geht rüber, der zweite Knee auch und du bleibst einfach mit dem Fuß auf dem Brett. Open up, in den Tango, hüpf rüber. Tap up. 4, 3, 2 und nochmal. Let's go. Open up. Und rüber. Tap up. So. Bleib bei dem, was du kannst. Open up. Zwei Knie. Tap up. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Mit diesem Auföffnen kommen wir auf die andere Seite. Öffne auf. Komm in den Tango.
Und mit dem Knie kommen wir wieder nach Hause. Tap up. So, dele. 4, 3. Let's go. Open up. In den Tango. Mit dem Knie nach Hause. Bleib hier. Tap up. Müssen wir erstmal immer die Füße sortieren. 4, 3. Wir setzen nach hinten ran. Open up. Links. Dreh dich über links. In den Tango. Nicht zu viel drehen. Tap up. Lass uns ein paar Kneelifts hinten dran sitzen. 2 Stück. Open up. Dreh dich über rechts. Und hopp, stopp. Dreh dich wieder zum Step zurück. Knee-Lift. Und Knee-Lift. Tap up. 4, 3, 2, komm rüber. Rüber. Knee-Lift. Und Knee-Lift. Tap up. Der Knee-Lift wird zum Kick. Let's go. Knie rüber. Kick. Kick oben. Kick. Tap up. Open up, komm rüber. Knie. Und Knie. Kick. Kick. Tap up. 4, 3. Open up, komm rüber. So, eine kleine Änderung habe ich noch und dann war's das. Ein Knie oben, ein Kick oben, ein Kick unten. Tap up. Let's go, open up. Tango. Knie rüber. Kick oben. Kick unten. Tap up. So, das war's schon. Wir üben nochmal nur Block 2, setzen dann 1 und 2 zusammen und dann machen wir Pause. Noch 4, noch 3, 4, 3, let's go, open up. In den Tango. Knie rüber. Kick oben. Kick unten. Tap up. 4, 3, open up. Rüber. Kick oben. Tap up. Nummer 1. Basic over. Komm rüber. Ja, we step. Bounce. Up. Zack, zack. Over und A-Step. Tap up. 4, 3. Nochmal. Rüber. Arme nach. Three-Step. Bounce. Rüber. Und A-Step. Tap up. 4, 3. Nummer 2. Open up. Rüber. Hop, hop. Kick oben, Kick unten, Tap up, 4, 3, open up. Tango, Tap, hop, rüber, Kick oben, Kick unten, Tap up, nochmal 1 und 2, komm rüber, Arme lang, lang, we step, bounce. Rüber und A-Step. Tap up. 4, 3, nochmal. Lange Arme. Bounce. Rüber. In den A-Step. Tap up. Gut, Nummer 2. Open up. Und dann kommt noch ein kleiner dritter Block. Hoch und tief. Tap up. Open up. Kick oben. Unten. Tap up.
So, trink ein Schlückchen. Trink was. Manchmal bin ich ein bisschen schneller, gell? Da geht's dann zack, zack. Aber wir haben ja jetzt auch nur noch Block Nummer 3. Tap out. Und bei Block Nummer 3 einfach, wir brauchen 3 Basic, ein Knee Lift. In 4, 3, los geht's. 3 Basic. Letzter Block. Knee Lift. Nochmal Basic. Up, up, down, down. Knee Lift. Nochmal, komm hoch. Up. Basic. Knee Lift. Wir kommen hoch. Tipp links. Tipp rechts. Basic. Knee Lift. Nochmal, komm hoch. Tipp rechts. Tipp links. Basic. Und Knee Lift. Tap up. Komm zu dir. 4, 3, komm hoch, basic, tap. Tap, tap, basic, knee lift, tap up. 4, 3, 2 und los geht's. Komm hoch, hoch, tap, tap, basic, knee lift. Du merkst schon, hast du ziemlich was verändert. Wir gehen diagonal ins Eck. 4, 3, let's go. Komm hoch, hoch, links, rechts. Basic. Knee lift. Tap up. Machen wir nochmal rechts und links. Ohne Tap up. Komm hoch. Hoch, rechts, links. Basic. Knee lift. Tap up. Oh, ich wollte Tap ohne Tap up machen. Naja, da sind wir mal wieder im Tap up. Komm hoch. Tap, tap. Knee lift. Tap up. So, kleine Änderung. Der Basic wird zum Mambo in 4, 3, let's go. Hoch, rechts, links. Mambo. Und Knee lift. Tap up. Glaub mir, es ist wirklich etwas einfacher mit dem Mambo. Komm ins Eck. Hoch, tipp, tipp, Mambo. Knee lift. Tap up. Wir üben nochmal rechts, links. Und dann nochmal eine Drehung. Komm hoch. Mambo. Knee lift. Tap up. Kannst du dir vorstellen, eine ganze Drehung mit dem Lunge. Dreh dich über rechts. Wir nehmen den Schwung nachher mit. Mambo, Knee Lift. Tap up. Du bleibst bei dem, was du kannst. Schaust zu. 4, 3, dreh dich Lunge. Der Tap kommt erst zu Hause, dann drüben. Mambo, Knee Lift. Tap up. Wir machen eine halbe Drehung, machen kurz Stopp, machen diese Taps und machen nochmal eine halbe Drehung zurück. Let's go. Linker Fuß vor, rechter Fuß hinten, dreh dich weiter, Knee Lift, Mambo, Knee Lift. Tap up. Das schaffst du. Wir machen es einmal kurz langsam gleich. Dreh dich, wenn es jetzt noch nicht klappt. Wenn es klappt, bleibst du einfach bei der Variante, muss ich langsam mitmachen, aber ausnahmsweise mache ich meinen Schritt langsam, ausnahmsweise, drehe dich über rechts. Warum? Ich möchte nicht, dass wenn ihr das könnt und die Choreo nochmal und nochmal machen wollt, ihr immer an diesem Punkt seid, dass es immer geübt wird. Aber bleibt im Schnellen, wenn du es kannst, für alle die, die üben wollen, dreh dich rechts, links, und dreh dich weiter. Mambo, Knee Lift. Gleiches Spiel. Linker Fuß zuerst. Dreh dich. Der linke Fuß tippt vorne. Rechter Fuß hinten. In den Mambo.
in den Knee-Lift. Gut. Wir machen alles nochmal schnell. In 4, 3, let's go. Dreh dich. Hopp, hopp. Mambo. Knee-Lift. Tap up. Der Knee-Lift kommt auf den Boden und da machen wir noch eine Kleinigkeit drauf. Let's go. Dreh dich. Mambo. Knee-Lift. Tap up. Aus dem Knee-Lift machen wir noch einen leichten, kleinen Tap tief. Let's go. Lunge. Hop. Hop. Mambo. Und Tap tief. Tap up. Kein Knee-Lift mehr, sondern ein nach unten Tap. 4, 3, go, go, lunge. Und Tap tief. Puh. Wenn du möchtest, mit Arme, das war's. 4, 3, in den Lunge. Mambo. Und puh. Wie du magst. Mit Arme, ohne Arme und so wie die Arme dir gefallen. Let's go. Lunge. Arme nach Geschmack. 4. Dann 3 ohne Tab-Ups. In 4. 3, 2, let's go. Mambo oben. Dreh dich. Puh. Tap up. Oh, ohne Tabs. Das ist gesagt. 4, 3, go. Jetzt aber ohne Tab up. Dreh dich. Tap, 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 Mambo. Und nochmal ohne Tab up. Go, dreh dich. Lunge. Das könnte schon passen. Ein Step Intermediate. Tap up. Step Intermediate Block sein. Durch die viele Drehung, durch die ganze Drehung. Gut. Wir haben 1, 2 und 3. Bevor wir eine Pause machen, wiederholen wir alles nochmal. In 4. In 3. 4. Komm rüber. Basic over. In den V-Step. In den Bounce, repeat. Komm rüber. A-Step. Tap up. 4, 3, komm rüber. A-Step. Niki, Moment. Komm rüber. Hier jetzt A-Step. Bam, bam. Tap up. Open up. Nummer 2, komm rüber. In den Tango. Knee-Lift rüber, Kick oben, Kick unten, Tap up, 4, 3, Open up rüber, Tango, Knee, Kick und Kick, Tap up, Nummer 3, in den Lunge, ohne Tap up. Mambo. Lunge. Mambo. Und hopp, tap. Tap up. Trink was, trink was. Ich schau mal, wie viel Zeit wir schon. 38 Minuten. Schon ganz schön lang. Wir haben jetzt 1, 2 und 3. Wir machen nochmal, genau so, alles durch, wie gerade. Tap up. In 4, 3, 2, let's go. We step. Bounce. Komm rüber. A step. Tap up. Hier kommt gleich beim Finale, komm rüber, der Open up. We step. Bounce. Rüber. A step. Tap up.
Open up. Let's go. Tap up. Open up. Kick oben. Kick unten. Tap up. 4, 3, dreh dich lunge. Machen so. Tap tief. Nochmal, dreh dich. Tap up. Okay. Wir haben jetzt 1, 2 und 3. Wir hauen die Tap-Ups weg. Keine Tap-Ups mehr dazwischen. In 4, 3, let's go. Komm rüber. Komm rüber. A-Step. Nochmal rüber. We-Step. Bounce. Rüber. A-Step. Open up. Nummer 2. Kick oben. Kick unten. Open up. Hup. 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 Tango. Knie oben. Kick. Kick. In den Lunge. Nummer 3. Mambo. Lunge. Mambo. Und tap, tap up. So, wir haben jetzt 1, 2 und 3 und wir wollen es nicht üben ohne Tap up, weil wir üben jetzt gleich mit dem Finale. Wir hauen noch ein paar Tap ups rein und machen so einen kleinen Cut nochmal. So Stück für Stück werden wir schwerer und schwerer. Okay? In 4. In 3. 4. 3. Nummer 1 und rüber. Re-step. Bounce. Rüber. A-step. Open up. Nummer 2. Hop. 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 Kick. Kick. In den Lunge. Dreh dich gleich weiter. Mambo. Und Circle. Tap up. Pause. Schön. Noch 4. Alles auf links. Links, rechts, links. 4, 3, 2. Komm rüber. Oh oh. Bounce. Rüber. A-Step. Open up. Zack, zack. Kick oben, unten, dreh dich weiter in den Lunge. Mambo, machen wir gleich weiter, oder? Nummer 1, go, komm rüber. We step. Und bounce. Rüber. In den A-Step. Open up. Zack. Bam, bam, Tango. Oben, unten, in den Lunge. Hop, hop. Mambo. Und Circle. Nummer 1. Komm gleich rüber. We step. Bam, bam. Bounce. Da kann man richtig schön tief gehen. Open up. Hop, hop, hop. In den Tango. Oben Kick, hab Kick, unten Kick, dreh dich, zack, zack, Mambo, Circle, Nummer 1, Bounce, zack, zack,
Komm rüber. A-Step. Open up. Push, push, push. Tango. Hop, hop. In den Lunge. Mambo. Circle. Go, go. Bounce. Rüber. Open up. Kick. Hop, kick. Hop, kick. Lunge. In den Mambo. Eine Runde noch, eine Runde noch. Go. Knee step. Bounce. Einer noch rechts, einer noch links. Komm hoch. In den A-Step. Open up. Zack. Tango. Hop. Kick. Lunge. Da sollte man nicht meinen, dass wir hier eine easy Choreo machen, gell? Rüber. Hop. Hop. Over. Open up. Kick. Und kick. Lunge. Mambo. Und Circle. Schlusspose. Woohoo. Geschafft. Das war auch nicht eins der kürzesten Videos jetzt hier, gell? Atme tief ein und aus. Marschier mal ganz locker am Platz. Aus, pusten, Herz klopfen, ein bisschen runterfahren, atmen. Atmen, der Kopfstopp abschalten. Du hast es geschafft. Easy Step Choreo. Ich würde sagen, bis Intermediate. Es ist so zwischendrin. Gut zum Üben, falls du mal in eine Intermediate-Stunde reinschnuppern möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und jetzt groove dich noch ein bisschen aus. Wir sehen uns hoffentlich auf YouTube bzw. vielleicht auch mal auf Zoom. Falls du möchtest, kannst du meinen Kanal und mich gerne unterstützen für die Videos. Über den PayPal-Link kannst du mir Spenden zukommen lassen. Vielen Dank dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!